Firewatch. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Firewatch. Habe ich nicht lange drauf gewartet, aber habe ich beim Bruger gesehen, habe ich beim Gronk im Stream ein bisschen gesehen und ich fand es einfach cool. Leider ist es nur auf Englisch. Ich werde auch nicht viel übersetzen können, weil es meistens sind Dialoge. Vielleicht fasse ich das mal ein bisschen zusammenstellenweise oder so, aber ich glaube nicht. Es ist so... Musik höre ich gerade gar keine. Wir machen mal die Voice, machen wir auf jeden Fall mal höher und Subtitles. Wir können russische Subtitles anstellen, aber das hilft uns nicht viel. Es ist ein, ja, story-driven irgendwas Spiel. Wir sind ein Mensch, der so als Feuerhüter in so einem Naturschutzgebiet angestellt ist. Und da müssen wir uns um einige Dinge kümmern. Und ich rede mal nicht lange drum rum, sondern starte einfach mal ein neues Spiel. Hier, ich habe noch keine Sekunde selber gespielt, ein bisschen beim Bruger gesehen, wie gesagt. Und noch weniger beim Gronk. Aber jetzt wollen wir es selber erleben. Campo Santo presents. In cooperation with Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. You see Julia. Wir sehen Julia. Muss ich was machen? Ah, ich klicke drauf. Sie ist ungefähr so alt wie wir, in den späten 20ern. Sie lacht mit gut angezogenen Professoren und Studenten von der Universität Boulder, die in der Nähe ist. Du, Henry, trinkst mit deinen Freunden. Wir nähern uns ihr. Wir sind betrunken. Was sagen wir? Also, was ist dein Hauptfach? Oder du bist wunderschön. Also, was ist dein Hauptfach? Du sabberst die Worte oder du verschluckst die Worte Hauptfach und es riecht nach Kors, ist irgendein Getränk. Du lächelst seltsam. Evolutionäre Biologie, sagt sie, und ich bin ein Professor. Cool, antwortest du. Was ist deins, fragt sie. Sie riecht in der Luft. Toxikologie? Hast du mich gerade verarscht, fragst du? Sie sagt definitiv. Aus Angst davor, aus Angst davor, deine Gefühle verletzt zu haben, fragt sie, ob du dir einen Cheeseburger teilen willst. Eine Woche später sind wir Julias Freund. Das ist übrigens kein Text-Adventure, keine Sorge. So, mit links können wir Objekte benutzen. Da ist ein Rucksack. Den nehmen wir mit. Okay. Ich mag den Grafikstil von diesem Spiel sehr gerne. Kann ich sprinten? Nee. Haben wir hier noch irgendwas? Oder müssen wir etwa in das Auto? Truckbed. Wir laden mal unsere Ausrüstung da rein. Den Rucksack. Den hätten wir auf gar keinen Fall mit ins Führerhaus nehmen können. Wir gingen für ein Jahr, oder wir gehen für ein Jahr aus. Sie macht dich total verrückt. Das ist toll. Du ziehst ein. Wir teilen uns ein Apartment in der Nähe der Schule mit einem Blick auf die Berge. Wir zwei trinken oft Bier auf der Veranda. Du trinkst überall Bier. Das Leben ist gut. Julia möchte einen Hund. Da ist ein verwuschelter, verkleinter, kleiner Beagle. Julia ist in ihn verliebt. Sie möchte ihn mit sich nehmen in den Unterricht. Ist auch so einschüchternder, aber nett geäugter deutscher Schäferhund. Nichts könnte Julia passieren, wenn sie mit diesem Hund ausgeht. Der ist ganz schön badass. Nehmen wir den Beagle und nennen ihn Bucket, also Eimer, oder nennen wir den Schäferhund und call ihn Mayhem, also Verwüstung, Zerstörung. Ah, komm, wir nehmen den Beagle. Der ist schon süßer. Weil Julia liebt ihn ja. Bucket ist ein guter Hund und eine Woche später hast du den anderen komplett vergessen. Julia liebt ihn. Du liebst ihn auch. 1979. Ihr redet auf der Veranda. Es ist Sommer. 9:30 abends und die Hitze steigt immer noch aus der hohen Wüste.
Was hältst du eigentlich von Kindern? Fragt sie. Kinder, die sind nicht sehr klug oder gut in irgendwas. Ich meinte, wenn du und ich welche haben, ein paar kleine Idioten. Das wäre voll gut. In dem Fall sollten wir uns wahrscheinlich verheiraten. Ja, das würde mir gefallen, sagst du. Diese Kinder werden schon kaputt genug sein. Das ist wahrscheinlich das Beste, wenn ihre Kinder verheiratet sind. Du sagst, dass sie absolut recht hat. So, was haben wir hier? Hier haben wir Two Forks, eine Karte. Do not forget to check in. You're in their country. Learn to live with bears. No fireworks. Okay. Oh, was ist da? Ah, hier ist ein Weg. Was haben wir hier? Nichts. Ein Aschenbecher wahrscheinlich. Dann gehen wir hier mal munter weiter. Ich finde die Grafikstil sehr, sehr schön. Und wir kriegen gerade die Vorgeschichte erzählt, die es bei Bruger noch nicht gab. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia ist schon 4 Stunden zu spät dran. Sie hat gar nicht angerufen. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt rein, kurz nachdem du ins Bett gegangen bist. Sie ist nicht wirklich betrunken, aber sie hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Also sie hat auf jeden Fall eine schöne Zeit gehabt. Du kämpfst dagegen an, während sie zwischen die Laken kommt. Ignorieren wir sie oder werden wir böse? Ich bin ja eher so der passiv-aggressive Typ. Ich ignoriere sie. Ihr berührt euch nicht die ganze Nacht. Am nächsten Tag fühlst du dich schuldig, weil du so böse warst und fragst sie über ihren Abend. Sie sagt, er war super. Du schluckst deine kleine Dosis Ressentiments. Du machst einen guten Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia mag es immer noch zu zeichnen. Sie zeichnet Pflanzen aus ihrer Forschung. Sie zeichnet all die Orte, wo ihr wart. Sie zahlt dich. Tun wir jetzt so, als wären wir He-Man oder Victoria's Secret Model? Wir tun so, als wären wir He-Man. Du siehst super aus. Natürlich. Okay. Wir sind schon in der Abenddämmerung. Oh, wie schön das aussieht. Wie schön das einfach aussieht. Ich mag das. Was haben wir hier? Two Forks Lookout Tower. 8 more miles. Was? Noch 8 Meilen bis zu dem Lookout Tower. Mit der Space können wir hier rüberklettern. Zack. Das sieht einfach wunderschön aus. 1982, Rainbird wird geboren. Während dem Sommer genießen du und Julia es, jeden Abend mit Bucket Gassi zu gehen. Es ist ein Festival in der Stadt. Es kommen Leute von ganz weit weg. Einer von denen versucht sich mit einem Messer auszurauben. Bucket wird getreten. Scheiße, Hund, schreit Julia. Sie wird ganz irgendwas und hat Schwierigkeiten zu sprechen, wenn sie gestresst ist. Wir konfrontieren den Angreifer. Wir schlagen sein verdammtes Gesicht ein. Dein Arm hat einen kleinen Schnitt, aber wir schlagen den zu Brei, den Typen. Wir fühlen uns nicht sehr stark. Wir weinen uns unsere Augen aus, bevor die Cops kommen. Oh, Julia bittet darum, einen anderen Pfad von diesem Tag anzunehmen. Du sagst, okay, du möchtest den Pfad auch nicht gehen. Ach so, das war nicht metaphorisch, das war wirklich ein Weg. Okay, von jetzt an gehen wir am Fluss vorbei. 1984. Die Pläne, Kinder zu haben, werden von der Arbeit beiseite gedrückt. Julia kriegt ein Jobangebot in Yale. Yale ist in Connecticut, 2000 Meilen weg. Ein toller Job. Associate Department Stuhl. Sie möchte umziehen. Du möchtest es absolut nicht. Boah, sollen wir jetzt zustimmen, wenn sie dann immer hin und her pendelt? 2000 Meilen mal jeden Morgen pendeln? Oder wir überzeugen sie, den Job nicht zu nehmen? Wir überzeugen sie, den Job nicht zu nehmen. Du sagst ihr, dass das heißt, dass ihr zwei keine Familie haben würdet. Sie sagt, das ist scheiße und sie hat recht. Sie fragt, wenn sie den Job nimmt, dass das heißt, dass wir nicht mitkommen. Du sagst ja, wieder, scheiße.
Aber sie entscheidet sich, ihn nicht zu nehmen, den Job. 1985. Julia wird gebeten, Boulder zu verlassen auf bezahlten Urlaub, nachdem sie eine Episode hatte. Also einen Anfall oder irgendwas. Sie hat komplett ihre Beherrschung verloren, als gegenüber einem Kollegen, als der Bücher ausgeborgt hat, die für ihre Forschung wichtig waren. Sie hatte sich nicht daran erinnert, dass sie freudig diese zwei Bücher ihm vor 2 Tagen einfach so geliehen hatte. Sie wurde weinend im Treppenhaus gefunden. Nein, wir sagen, wir sollten irgendwie mit jemandem darüber reden. Nachdem wir verschiedene Ärzte und viele Tests durchgemacht haben, machen sie sich Sorgen, dass Julia von einer frühen Form der Demenz leidet. Sie ist 41. Wir beide entscheiden uns, dass wir erstmal als Geheimnis bewahren. Die hat Demenz. What? Okay, hier haben wir unser Journal, unser Tagebuch. He-Man. Oh. Kann ich umblättern? Nee. Schade. Bucket wird immer älter. Julia kommentiert, dass das irgendwie schön ist, weil er jetzt weniger Stress im Haus macht. Eine Woche später geht sie zurück zur Universität. 1987. Julias Beeinträchtigung wird immer schlimmer. Sie kann sich keine Dinge mehr merken im Unterricht. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ihr Auto zur nächsten Stadt ohne Grund und wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird nach Hause und unter ständiger Medikation nach Hause entlassen. An manchen Tagen bekommen wir die Julia, die uns super nennt und unsere ungeborenen Kinder kleine Idioten. An anderen Tagen kriegen wir einen Fremden. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Dad ist an der Tür. Du erzählst ihrer Familie. Sie sind am Boden zerstört und machen Ausflüge von ihrem Haus in Australien, um sie zu besuchen. Für eine Weile kommen deine Freunde vorbei mit kleinen Sachen, die ihr den Tag verschönern sollen. Es wird immer schlimmer. 1988. Wir verbringen unsere Zeit damit, Julia im Haus hinterherzulaufen. Wir zählen die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Daniel, der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger. Er schlägt vor, dass Julia irgendwo anders leben könnte. Irgendwo mit einem 24-Stunden-Beaufsichtigung, ein Heim. Wir überlegen uns das für ein paar Monate. Aber wir sind entschlossen, uns selbst um sie zu kümmern. Und lassen den Kopf hängen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade die Jetzt-Zeit, wo wir jetzt laufen. Das andere sind so Rückblicke. Einmal hier drüber balancieren. Hallo. Wie er weghüpft. Süß. Es ist unglaublich schwer. Das Schlimmste ist, wenn wir wütend auf sie werden, wenn sie zum Beispiel versucht, ihr eigenes Essen zu machen. Wir können nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne uns tun. Wenn sie ins Bett geht, bleibst du noch ein paar Stunden wach, trinkst auf der Veranda, Baseball im Sommer gucken, College, Basketball im Winter und dann auch trinken. Wir fangen an auszugehen, nachdem wir sie ins Bett gebracht haben. Das erste Mal, als du das tust, sorgst du dich noch darüber, dass sie vielleicht aufwacht und herumläuft, während du weg bist. Boah, stellen wir einen Stuhl vor die Schlafzimmertür? Wir vertrauen ihr einfach, dass sie wie ein Stein schläft. Wir gehen immer wieder zur selben Bar an dem langweiligen Ende von Pearl Street. Es ist schön da. Nach einer Weile erzählen wir Sheila, der Barkeeperin, alles. Es ist ein großer Stein, der uns da vom Herzen fällt.
Wir sind zu Hause und im Bett um 1 Uhr in einigen Abenden. Wir freuen uns auf diese Abende. 1989. An einem Abend werden wir an einem Alkoholtest-Checkpoint angehalten. Wir blasen und 0,1 Promille werden festgestellt und wir werden für die Nacht ins Gefängnis gebracht. Wir überlegen es zu verstecken, aber wir erzählen es unserer Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen das nächste Flugzeug aus Australien. Sie können einfach nicht glauben, wie unser Haus aussieht. Dann sagen sie, dass Julia jetzt mit ihnen kommt und dort leben wird. Wir streiten uns gar nicht. Wir sagen, wir werden sie bald besuchen. Ein paar Wochen gehen vorbei. Der Sommer kommt und wir sehen eine Werbung für einen Job in der Zeitung. Wir nehmen ihn. Und das war, glaube ich, das Intro. Ich glaube, jetzt könnte es richtig losgehen. Genau, da sind wir in unserem Lookout. Enter the Lookout Tower. Das haben wir vor. Da oben müssen wir hin. Da leuchtet schon was rot. Wahrscheinlich, weil das unser Ziel ist. Kann ich irgendwie sprinten? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, die Controls werden noch ein bisschen erklärt. So, oh, guck mal, der Mond. Ich finde diesen Grafikstil... Ist auch so ein bisschen Comic-like, aber voll cool. Und wir haben Beine und Arme. Ist voll schön. So, dann öffnen wir mal die Tür. Und machen den Strom an. Zack. Und haben Licht. So, was haben wir denn hier? What? Ein Funkgerät. Hold left shift to activate radio. Okay. Ah. Okay. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, wir müssen wieder antworten. Was hat sie getan? Du hast gegen Mama rebelliert. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids... By the sound of your voice at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me, I'm going now. Just a second, now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see, I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Und damit sind wir in unserem Job an Tag 1. Und Delilah scheint eine Kollegin zu sein und wir schreiben hier irgendwas. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Die sieht uns? What? Okay, wir nehmen das Dings mit und aktivieren es mit Shift. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Oh. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yup. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window... Are you seeing what I'm seeing? Wo, wo? Achso, N to use compass, okay. Fireworks?
Wo ist denn im Westen? Hier? Fireworks? Oh ja, Fireworks. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Shut up. Okay, mit Rechtsklick. Ah, da kann ich mich so orientieren. Ah, okay. Sehr gut. Was haben wir hier? Ein Pinienzapfen. Den können wir mal genauer angucken. Wahnsinn. Weg damit. Können wir hier auch Kaffee machen oder irgendwie trinken oder so? Können wir nur angucken, ja? Na gut. Da haben wir ein Kochbuch. Okay, wir sollten uns vielleicht jetzt irgendwie langsam auf den Weg machen. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und ich hoffe, uns wird dieses Spiel ein bisschen Freude bereiten. Bisher tut es das. Mir zumindest. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Firewatch. Macht's gut. Tschüsschen.